Seit Jahren schrumpfen die Einkommen der freien Schauspieler. Viele gelten nach Auskunft der Interessensgemeinschaft Kultur als armutsgefährdet. Das trifft vor allem Bühnenkünstler, die nicht an einem Bundes- oder Landestheater arbeiten, sondern der freien Theaterszene angehören. Laut einer Studie des Kulturministeriums sind in Österreich nur 2,4% der Schauspieler fix angestellt. Der überwiegende Teil arbeitet freiberuflich, hat keinen Zugang zum Arbeitslosengeld und kämpft mitunter ums Überleben, auch in Salzburg. Faszinierende Bühnenprojekte für professionelle Schauspieler und Menschen mit Beeinträchtigungen. Für Produktionen wie diese hat das Theater Ekze zahlreiche Auszeichnungen und Preise erhalten. Doch die Realität hinter den Kulissen ist eine andere. Etliche Schauspieler sind armutsgefährdet. Ich habe jetzt keinen Nebenjob, ich lebe jetzt von diesem bescheidenen Geld, das man hier in der freien Szene kriegt, 700 Euro. Und damit muss man halt auskommen, weil also ich persönlich finde kaum die Zeit, innerhalb der Probenphasen einen Nebenjob zu machen. Die Interessensgemeinschaft Freie Theater hat nun Richtgagen für Schauspieler erarbeitet. Man will aufzeigen, dass die sozialen Bedingungen unzumutbar sind. Die Einkommen sind unterhalb der Armutsgrenze, wenn die Leute überhaupt versichert sind. Das finde ich eigentlich für eine Kulturnation desaströs. Abhilfe soll das neue Künstlersozialversicherungsgesetz ab 1. Jänner schaffen. Doch viele Schauspieler stehen diesen Bemühungen skeptisch gegenüber. Die einzige Möglichkeit, da wirklich etwas zu verändern, ist eine Erhöhung der Produktionsförderungen. Also das Geld muss zu den Künstlerinnen und Künstlern, nicht noch mehr in die Institutionen. Da, glaube ich, ist die Gefahr groß, dass das Geld dann wieder in der Verwaltung, in der Bürokratie versickert. Applaus für ein ambitioniertes Theaterensemble. Dass etliche Schauspieler Nebenjobs benötigen, um ihr finanzielles Überleben zu sichern, ist dem Publikum allerdings kaum bewusst.